Ich kann es doch. Okay, ich kann es doch mal lauter sagen. Also, mein Name ist Burkhard Tomm-Bub. Ich habe 6 Jahre lang als Fallmanager in einem Jobcenter gearbeitet. Das allererste, den ersten Satz, den ich sagen muss, ist meine Kommissarin für Solidarität mit Marcel, Kallwass. Danke. Ich habe mich gerade gefragt, warum ich mich nicht gemeldet habe. Das nicht nur ganz allgemein, sondern auch konkret. In meiner ersten Abmahnung würde dieses Flugblatt von mir aufrufen, vom Spiegel zu verweilen. Und meine Kolleginnen und Kollegen in dem Jobcenter wurde in der Abmahnung mit Titel erwähnt. Dadurch fühle ich mich sehr geehrt. Auch dafür hat der Marcel gesorgt. Vielen Dank. Ansonsten habe ich eigentlich nicht allzu viel zu sagen. Ich finde es sehr gut, dass es Leute gibt, wie Inge Hannemann, wie der Marcel Kallwass, wie Norbert Wirzlin. Ich versuche auch ein wenig dazu beizutragen. Ich bin erstaunt über die große Nervosität des Jobcenters, dass Leute rauswirken, suspendieren und anderweitig abstraft. Ich habe für die Petition von Inge Hannemann gegen die Sanktionen, die in der Tat der Giftfahne, der Giftstachel, das ist in den Pricing und absolut unsinnig, unwirtschaftlich und unlogisch. Für diese Petition habe ich privat per Mail geworben und für meine Aktion. Und ich bin bereits vor 2 Jahren aus dem Jobcenter herausgepostet worden, bin zurück mein entsendender Arbeitnehmer und bekomme jetzt für diese Aktion, die ich gerade genannt habe, für E-Mail-Reklame vom privaten Rechner die Androhung arbeitsrechtlicher Maßnahmen. Herzlichen Glückwunsch. So, wir sind langsam mal, Marcel, es geht voran.